Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde des guten Geschmacks, und herzlich willkommen zurück zu Grand Tactician. Ja, der Name ist hier wirklich Programm, ein unglaublich umfangreiches Spiel, unglaublich atmosphärisch gemacht. Und allein die Zahl der Offiziere, die hier mit Originalporträt verfügbar sind, 1500 an der Zahl. Ich finde, das Spiel hat schon irgendwie einen Umfang, was sich eigentlich nur mit War in the East vergleichen lässt. Dazu ist es aber hier einfach, sag ich mal, von der gesamten Aufmachung her wesentlich atmosphärischer, wesentlich immersiver und ja, viel liebevoller auch als bei War in the East. Aber der Umfang, der ist wirklich hier gigantisch. Die Probleme sind es auch. Wir müssen reden, wir müssen ein paar Entscheidungen treffen. Also wir haben ein ganz, ganz großes Problem. Ihr erinnert euch, die letzte Folge hat damit geendet, dass wir hier in Virginia uns eine Schlacht bevorsteht. Das ist auch noch so, ich habe jetzt nur dadurch, dass ich das Spiel geladen habe, ist dieses Schlachtfenster weg. Wenn ich jetzt hier auf Play drücke, dann taucht das wieder auf. Wir werden jetzt aber die Gelegenheit mal nutzen, dass wir hier agieren können. Man fielded 102.198 gegen, ja, nicht mal die Hälfte, aber man kann sagen die Hälfte. Also, die sind uns hier zweifach überlegen. Das wird sich aber ändern, Leute. Wir haben den 27. Juli und wir müssen nicht mehr lange aushalten. Dann laufen die Verträge aus. Also, historisch war es so, also nicht bei uns, sondern bei den Yankees. Historisch war es so, dass die Rebellion, die stattfand, also man hatte kein großes Militär in den Vereinigten Staaten. Das, was man hatte, war eher im Norden stationiert. Natürlich so ein paar Forts, ne, die Indianerterritorien abgesichert haben und den Wilden Westen und so. Aber man hatte eben kein großes Militär. Dann kam es zu dieser Rebellion und dann hat Abraham Lincoln eben ja zu den Fahnen gerufen. Es gab dann auch viele, viele Freiwillige, die sich dann als Milizionäre und eben dann zur Einberufung in die Truppe gemeldet hatten. Man hat dann Verträge über 3 Monate abgeschlossen, einfach weil man dachte, die Rebellion sei gleich wieder vorbei. Ja, bis Weihnachten ist das alles erledigt, also 3 Monate reichen da durchaus aus. Die Schlacht bei Manassas, oder wie die Nordstaaten sie genannt haben, die Schlacht am Bull Run, die jetzt hier quasi uns bevorsteht, die hat dann doch deutlich gemacht, dass diese Rebellion eher Richtung ausgewachsenen Bürgerkrieg sich entwickeln wird und dass das nicht in 3 Monaten vorbei ist. Also hat Lincoln dann hier einen neuen Aufruf gestartet. Und man hat die Verträge dann eben verlängert. Was bedeutet das jetzt spielmechanisch? Also zunächst einmal möchte ich mal festhalten, bei der Schlacht am Bull Run oder bei der Schlacht von Manassas, wie die Südstaaten das nennen, und dann wollen wir das auch so nennen, da wir Südstaatler sind, war es so, dass die Südstaaten ebenso wie wir jetzt dem Gegner stark unterlegen waren. Ich glaube auch im Faktor 1:2. Die Nordstaaten sind da siegessicher reinmarschiert und es kam dann ja auch zu diesen skurrilen Vorfällen, dass da aus Washington Schaulustige mitkamen, ja, und da am Rande des Schlachtfelds ein Picknick veranstaltet haben, um sich das anzugucken, und waren dann natürlich ganz entsetzt über das viele Blut, was dann da eben ja, zu sehen war, und dann machte sich eben Panik breit bei den Zivilisten. Aber das nur mal am Rande jetzt. Es war so bei der Schlacht von Manassas, ich weiß gar nicht, ob ich es schon gesagt hatte, dass die Reihen der Südstaaten dann auch zusammengebrochen sind und eben ja in der Rückwärtsbewegung waren oder schon in Auflösung begriffen waren. Die Nordstaatler haben dann eben ihren Sieg, mit dem sie eh fest gerechnet haben, dann schon sicher geglaubt. Man hat schon angefangen, dann Souvenirs vom Schlachtfeld zu sammeln. Und ein General oder ein Offizier, ich weiß nicht, ob er General war, das war Jackson gewesen, der hat eine, ich weiß gar nicht, ob er ein Regiment oder eine Brigade geführt hat, auf einem Hügel, der war also gut sichtbar, und seine Männer haben eben standgehalten, und dann rief ein Offizier einer flankierenden Einheit, seht mal da, die Männer von Jackson, die stehen wie eine Wand aus Stein.
Daraufhin hat Jackson dann eben den Spitznamen Stonewall Jackson bekommen. Und dieses Standhalten der Männer von Jackson führte dann eben dazu, dass andere Einheiten der Konföderierten neuen Mut gefasst haben. Man muss sagen, der Kampfeswille der Konföderierten war sowieso recht hoch, also die Moral der Truppe war recht hoch. Und die haben dann neuen Mut gefasst und haben sich eben den Nordstaatlern dann entgegengestellt. Dazu kam, dass eben Verstärkung hier eintraf. Ich glaube, ich hatte das letzte Folge schon erzählt und hat deswegen auch hier die Army of the Shenandoah eben dahin gezogen, wo sie eben dann die Army of the Potomac hier verstärken kann. Dennoch ist es so, dass wir hier so klar unterlegen sind, dass ich eine Schlacht für nicht sinnvoll halte. Sun Tzu hat schon gesagt, kämpfe nur Schlachten, die du auch gewinnen kannst und geh dem aus dem Weg, wenn du wahrscheinlich verlierst. Das ist das eine. Also das werden wir jetzt machen. Wir werden hier uns zurückziehen. Das wird natürlich, ja, moralisch ist es nicht so schön, aber mein Gott. Ja, wir kämpfen an einem anderen Tag. Des Weiteren habe ich noch ein bisschen nachgedacht über die Organisation der Truppe. Also ich werde jetzt doch... So, wir gucken mal. 1200, 500... Okay. Reforming not possible. Is in Garrison. Das ist meine Nummer. Reforming is not possible if the unit is in Garrison, has full strength, is being transferred, or homestead has no recruits left. Ich glaube, das war das Problem, ne? Missouri. Ja. Wir haben keine Volunteers. Wir haben auch einen niedrigen Support hier in Missouri. Es ist natürlich auch ein Staat der Union, ja. Das ist ein strategisches Ziel, was wir haben. Missouri. Kentucky auch. Kentucky ist auch ein Kandidat. Ich klicke mal eben hier den Support an. Wäre ein Kandidat für einen Beitritt der Sezession. Wir müssen gleichzeitig Tennessee gut sichern. Wir gucken uns mal an, was hier in Tennessee... Ja, das ist nicht viel. Ich erhoffe mir aber jetzt hier erstmal keine... keinen großen Angriff auf Tennessee. Das Gros der... Wir gucken mal... Also, was haben wir denn hier? Wir haben 41.000 Mann. Wir haben ins 51.000 Mann plus sind 72.000 Mann. Das heißt, 28.000 Mann sind irgendwo anders. Da wissen wir nicht, das ist 20 Tage alt, diese Information. Übrigens auch eine fantastische Mechanik, die Intelligence hier. Also das Spiel ist auf so vielen Ebenen herausragend, das ist wirklich unglaublich. Hier wären die. Army of the West. Demgegenüber stehen 12.000 Mann, beziehungsweise... Current Strength, ja, also voll ausgerüstet. Allerdings wissen wir, wir haben in Missouri keine Freiwilligen. Zunächst einmal werden wir gucken, ob wir hier irgendwas umbauen müssen. Wir haben hier und dann zwei kleine Einheiten. Wir haben hier das gleiche Problem, ne? Okay, warte mal, dann machen wir das mal so... Und so einfach, damit ich da... Kavallerieeinheit
Mit 1117 Mann? Echt jetzt? Okay. Interessant. Wann kommen die an? In 3 Tagen. Okay. So, dann machen wir das so. Dann haben wir hier 2000 Mann. Ich würde gern... Warte mal, machen das mal anders. Zack. Aber den würde ich gern hier in die Wüste schicken, den Typ. Also was haben wir jetzt hier? Ich werde auch mit der Namensdoktrin das alles nochmal ein bisschen aufmöbeln. Hier zum Beispiel... ist die First Texas. So. Okay, dann schließt sich hier. Genau, das sind Missouri, das ist die First Missouri. So. Dann haben wir Geschütze, einmal 12 Pfünder, einmal 6 Pfünder, dann machen wir hier die 12 Pfünder rein. Und dann hier noch. So, dann passen wir die Uniform noch ein bisschen an, jawohl. Ja, das sieht gut aus. Und dann die 12 Pfünder. So. Dann die zweite Division. Die machen wir auch wieder hier raus. Zweite Division. Was haben wir denn jetzt hier alles noch? Die sind aus Texas, die Second Texas. Drei Brigaden hier. Aus Missouri, aus Missouri, aus Missouri. Alle drei aus Missouri. Sollen wir die zusammenfassen? Wir haben eh keine Rekruten. Wir fassen die zusammen. Dann ist das hier die First Missouri. Oder haben wir die First Missouri jetzt? Hatten wir schon gemacht, ne? Nee. Das ist die Second. Second Missouri. Ich hoffe mal, ich krieg das alles dann gebacken hier mit den Namen, dass ich da immer weiß, ob ich jetzt First, Second und so weiter. Ja, genau. Dann machen wir die dahin. Und dann würde ich noch eine Einheit ausheben. Wir gucken mal. Was haben wir in Texas hier noch ein bisschen was? Texas, nee. Indian Territory, Mississippi, Kentucky, West Virginia. Wir könnten. Ja, Tennessee. Ja. Grau und blaue Hose. Ja, machen wir ruhig 3000 Mann und machen wir dann natürlich auch ein bisschen so, dass die ein bisschen ordentlich aussehen. Und das quasi Regulars sind, ja, wenn man so will. Und das ist die First Tennessee, so, ne? Okay. Jetzt müssen wir natürlich nochmal gucken.
3000. Ich würde dann ganz gerne. Dann packen wir das mal weg. So. Okay, so. Und so, das ist dann unsere kampfstärkste Division. Mit den 12 Pfündern Field Guns. Das ist ein hervorragendes Allround-Geschütz. Und hier die 6 Pfünder. Wann kommen die an? In 4 Tagen. Nice, okay, dann kriegen die, packen wir auch damit rein. Und dann können wir die nämlich auflösen. So. Und mal gerade mal gucken. Administration 2 ist gar nicht so schlecht, ne? Will trotzdem mal gucken, ob wir hier. Wen haben wir denn aus Texas hier? Sollen wir mal gucken. Boah, krass. Major General, das ist ja echt. Der ist ja very good, den nehmen wir. Den könnte man sogar für die ganze Armee nehmen, ne? Allerdings ist da jetzt schon der Politiker hier und der wird wahrscheinlich aus Missouri auch kommen. Ja. Und das ist wichtig, ne? Weil das dann Unterstützung gibt in Missouri und die brauchen wir auch. So. Haben wir dann jetzt hier unsere First Texas, First Tennessee, First Missouri. Okay. Arkansas Mounted Rifles. Und Second Texas. Die würde ich gerne tauschen. Wir merken uns mal Hill. Dann machen wir mal Replace irgendwen hier. So. Replace Hill. Voll cool. Wo kommt der her? Das ist Virginia. Arkansas. Das ist nicht ganz so gut. Alabama. Den könnten wir halt auch in die Army of the Potomac packen. Das würde ich gerade mal anstoßen eben. Walker. Wo kommt der her? Das ist Georgia. Georgia. Alabama. Ich würde den mal hier nehmen. First Alabama, First Mississippi. Ihr seht, hier habe ich schon ein bisschen was gemacht offscreen. Hell. Oh, der ist schon ziemlich cool, ne? Komm, die wird die ganze Zeit, also die wird jetzt eine Weile hier in Virginia auch kämpfen, die Einheit. Von daher ist es doch ganz gut, wenn da Einheimische vor Ort sind. West, nee. Da, Missouri State Guard. So. Wo kommt der her? Ah ja, aus Missouri, nice. Und der auch. Ja. Also Hardy, dann machen wir hier mal, nee, hier mal was anderes. Replace. Haben wir denn noch Missouri hier?
Ja. Ja, wollen wir die mal nicht überfordern hier, einen Captain mit der Führung der Einheit. Da sind die Stats halt nicht so geil. Aber das gibt halt wieder Unterstützung, ne? Also ich mach das. So, und das war Hardy, ja? Hardy. Das ist Georgia. Das machen wir so. So, Cavalry. Cunning. Ich würde. Oh, nice. Der ist cool. Den nehmen wir. Colonel Rich Anderson. Ja, das Geile ist, ich habe natürlich mich jetzt wieder wirklich viel mit diesem Spiel beschäftigt, offscreen, und halt wieder total viel gelernt. Ich würde, wenn ich jetzt immer neu anfangen würde, auch vieles anders machen. Ne? Also, es ist ein Let's Learn, und eins sage ich euch, das ist auch nicht das letzte Let's Play hier zu dem Game auf dem Kanal. Diese Attribute von den Offizieren, die haben halt auch jeweils andere Auswirkungen auf der Kampagne, in der Schlacht oder eben in Flotten. Ja, von daher weiß ich jetzt nicht, ob jede Wahl von Offizieren, die ich jetzt so getroffen habe, irgendwie cool waren oder nicht, ne? So, wir wollen nochmal in die Army of the Potomac reingehen. Ne, warte mal, gerade noch mal die. Mystery State Guard, ja. Wo haben wir denn da das nächste Depot? Also, jetzt noch mal über Missouri hier zu reden. Also, das wird ein sehr, sehr wichtiges und interessantes Schlachtfeld. Wir haben halt das große Problem. Ach, guck mal. Hier wird ein Fort gebaut. Das heißt, die Army von denen ist hier stationär. Wir haben hier. Wir müssen unbedingt unsere Telegrafenmasten hier erweitern. Ich würde sagen, wir bauen dann hier, dann bauen wir da und dann bauen wir da. Und dann haben wir hier die Connection. Und hier würde ich mal ein Depot errichten. Also wir haben hier das große Problem, dass die hier eine Eisenbahn haben. Das ist richtig kacke. Da wir werden jetzt mal einen Marschbefehl erteilen. Und hier dann ein Depot errichten. Achso, okay, wir haben schlechte Readiness. Das muss ich mir auch mal angewöhnen, dass immer alles ordentlich zu studieren. Okay, dann warten wir natürlich noch. Dann, also das ist so der Plan, ja. Hier versuchen, Richtung St. Louis vorzustoßen. Könnte natürlich überlegen, ob man hier irgendein Flankenmanöver macht oder so Richtung St. Louis. Aber da bräuchten wir halt eine zweite Armee für. Das ist aktuell problematisch. Dann haben wir die Front hier bei Nashville, Kentucky, Tennessee. Darum werden wir uns hier in der nächsten Folge mal kümmern, die ganzen Economy-Alarms. Das werden wir in dieser Folge nicht schaffen. Hier haben wir auf jeden Fall eine wunderbare Eisenbahn. Es gibt doch auch noch irgendein Bauprojekt, was man hier machen kann, glaube ich, um hier irgendeine Gap zu schließen. Das ist nochmal eine Farm. Da haben wir ein Depot, sehr schön. Mach mal die Frontlinien an. Sollen wir einfach mal einen Vorstoß wagen? Also rein theoretisch, ja, wenn die Aufklärungsdaten einigermaßen stimmen, kann hier eigentlich gar nicht viel stehen. Wir werden hier mal eine Reiterei, und zwar aus Kentucky. Dann mal Tennessee.
1005, da könnten wir sogar hier eine kleine Brigade hier rekrutieren. Dann nehmen wir Kentucky. Reiterei aus Kentucky. So. Commander. Ne, Cunning. Ja, Cunning braucht er schon ein bisschen. Das ist okay. Oh ja. Walker, nicht schlecht. Ja, lassen wir so. Und ja, ich lasse den Namen mal so. Polk's Command. Wer ist denn Polk eigentlich? Ist der irgendwie cool? Ich guck mal eben, ob wir hier was haben. Kentucky. Ah ja, guck an. Mal Politician gucken. Ja, das ist mir halt so schlecht, ne? Tennessee. Fame ist halt schon ziemlich geil. Leadership ist auch nicht so schlecht. Aber der ist nur ein Lieutenant. Das ist natürlich ein bisschen dünn. Jackson. Ja, der kann doch hier. Da die Miliz. Das machen wir. Oh, don't you cry for me. Lieutenant Colonel. Ach so, Politician. So. Lieutenant. So, dann haben wir hier 6 Pfünder. Wichtiger ist natürlich erstmal hier die Army. Das kann man einfach schnell so machen. Army of the Potomac. Gucken, was haben wir hier für. Ja, dann nehmen wir doch Replace. Was war das jetzt? Jackson? Ups. Tennessee, ne? Scheiße. Wieso ist der jetzt weg? Frechheit. Da. Warum ist der rot? Weil der nicht den richtigen Rang hat, oder was? Kanzel. Naja, okay. Ist ja auch stark, ne? Forrest aus Tennessee. Administration 2. Cunning. Ich würde. Wie heißt der? Forrest mit Doppel-R. Ja, den replacen wir leider. Forest. Der ist einfach richtig gut. Lieutenant, ah, der ist halt nur Lieutenant Colonel. Der muss ich erstmal hocharbeiten. Dann. Die sind aus Kentucky hier, aus Tennessee. Deswegen konnte ich den nicht nehmen. Jackson. Dann machen wir Replace Forest. Ah, das geht jetzt wieder nicht, oder was? Im Ernst? Kann ich nicht nehmen.
Hä? Mal Cunning machen. Wieso kann ich jetzt den Forest nicht nehmen? Nice, den nehmen wir. So, und jetzt können wir nochmal in die Army of the Potomac reingehen. Und hier vor allen Dingen unter Lee, den würde ich gern. Das ist jetzt Jackson. Kacke in Salat, ey. Der Brigadegeneral ist, der muss eine Division führen, oder was? Replace. Jackson. Naja, der muss eine Division führen. Was man auch verstehen kann. Okay. Polks Command. Was ist denn, wenn wir hier Jackson einfach nehmen? Bums aus, Mickey Mouse. Wo kommt der her? Aus Virginia. Oh. Scheiße. Ah, den hätte ich dann auch gern bei der Army of the Potomac. Naja, aber wir brauchen ja auch gute Leute. Okay. Das wird dann doch umbenannt in Army of 10. Muss ich mir überlegen, wie man das schreibt. So. Okay. Dann gucken wir mal die Army of Tennessee. Müssen wir noch ein bisschen warten. Die ist relativ ausgeruht. Aber klar, die hat hier auch nichts zu tun. ...1200 Mann. Und was haben wir hier für Geschütze? 12 Pfünder. 24 Pfünder. 6 Pfünder. 12 Pfünder. Da reichen uns diese 6 Pfünder. Weil dann haben wir nämlich noch ein paar 12 Pfünder übrig. Dann gehen wir jetzt nochmal in die Army of the Potomac rein. Und gucken mal, ob wir da noch irgendwas. Ja, guck mal, das ist natürlich Quatsch hier. So. Und da müssen wir mal gucken. 1300, 1200. Ich weiß nicht, da können wir, glaube ich, 24 Pfünder. Das sind 24, das sind 12 Pfund Field Guns. 6 Pfünder. Guck mal, die tauschen wir einfach. So. Jackson. Der kommt in 6 Tagen an. Also, was jetzt passiert hier, was hoffentlich klappt. Ich werde mich mal anders hinsetzen. So, jetzt sagt er, jetzt hat er 34 Minuten schon wieder von dieser Folge rum und ist nichts passiert. Das ist alles notwendig und ich würde euch da auch einfach gerne mit reinnehmen. Ja, das bringt ja nichts, wenn ich hier alles immer offscreen mache. Ich habe ja so ein bisschen offscreen schon gemacht. So, das ist ein irgendwie. Da weiß ich auch noch nicht. Wir marschieren hier mal auf. Was macht denn überhaupt unser Geld? Ich habe jetzt mal die Subventionen hier nochmal auf 12,5 Millionen und hier, komm, das machen wir auch auf Cap. Dafür gehen wir hier ein bisschen runter. Ich weiß nicht, wie gut wir damit jetzt zurande kommen. Also wir werden auf jeden Fall weiter Schulden machen hier. Aber es ist so wichtig, die Subventionen. Das ist so wichtig, wenn man dieses Finanzsystem, was übrigens auch außergewöhnlich ist, ja. Ich kenne kein Spiel, wo das auch so nah irgendwie an der Realität ist, wie man hier einen Staatshaushalt führt. Finde ich echt großartig. Also,
Wir lassen jetzt mal laufen und gucken mal, wie sich dieser Betrag... Aber ihr seht schon hier, das hat ja so eine leichte Linie nach unten. Ja, also hier machen wir keine großen Investitionen und trotzdem fällt das hier ab. Das heißt, unser Haushalt ist insgesamt im Minus, ne? Und ich habe jetzt natürlich das hier nochmal extrem erhöht. Wir müssen auch nochmal kurz über die Policies sprechen. Das ist auf jeden Fall extrem wichtig, dass wir das bald haben. Das ist wichtig. Das ist gut, dass wir das bald haben. In 394 Tagen. Ja, das stimmt jetzt nicht, weil wir kein Play gemacht haben. Dass wir den Tariff Act kriegen. So, also diese Technologien, die können wir übrigens auch alle erforschen, ne? Was haben wir hier? Na gut, das ist alles Zukunftsmusik. Es gilt jetzt erstmal das hier. Es sind in 30 Tagen, also das dauert ewig. Da kriegen wir aber 6 Einheiten. Allerdings sinkt die Military Experience, also die Erfahrung da ein bisschen. Das ist ein bisschen blöd, aber da ist halt so. Diplomacy. Ist natürlich auch super wichtig, weil wir damit die Beziehungen, also besonders für uns ist das wichtig, weil wir die Beziehungen mit Europa da verbessern. Oh, ich geh so mal raus, dieses Marschgeräusch ist sehr nervig. Und ich hoffe natürlich auf eine Intervention, ne? Aber das ist jetzt erstmal alles mittel- oder sogar langfristig zu sehen. Also ihr seht, ich drücke mich hier ein bisschen. Wir werden auf jeden Fall hier jetzt mal einen Marschbefehl erteilen, um hier an das Depot ranzukommen. Um hier ein bisschen Beute zu machen. Ich hole mir hier so ein paar Kanonen auch. Ja, 8 Kanonen. Ja, es ist jetzt nicht besonders gut ausgestattet, ne, das Depot. Es ist eher ein Störangriff jetzt hier von einer doch recht bescheidenen Armee. Ja. Oh, das müssen wir auch noch verschieben. So. Also ihr habt gesehen, ich habe jetzt die Artillerieeinheiten. Ich werde jetzt mal Play machen. Die Frage ist, wenn wir uns mal kurz konzentrieren. Also hier haben wir ein Depot. Das wird der Gegner jetzt erobern. Wir brauchen das aber für unseren Gegenangriff sozusagen, weil sonst müssen wir hier wieder ein Depot errichten. Weil das nächste Depot, was wir haben, ist hier unten. Hier ist zwar eine Bahnlinie und so, aber trotzdem... Wir ziehen die hier auch mal zurück, dass die hier nicht eingeschlossen wird. Und was ist das hier? Kalpapa? Ja. Komischer Name. Ich drücke jetzt mal Play. Wir gehen mal auf die Army of Potomac. Readiness ist halt relativ bescheiden, aber das geht dem Gegner vielleicht ähnlich. Und dann harren wir der Dinge, die da kommen mögen. So, da ist das Engagement. So, wir haben Pause. Also ihr seht es hier, ja, 50.000 gegen 28.000 Mann. Der Plan ist jetzt, sich hier zurückzuziehen. Die verfolgen uns. Die kämpfen jetzt hier mit der Garnison. So, das sieht jetzt hier zwar anders aus. Ich mach das nochmal zu. Aber, Occupation. Mit der Army of Occupation.
Army of Northeastern Virginia. Ich verstehe nicht so ganz. Infantry fielded. Ist da jetzt irgendwas nicht mit dabei? Das sind 41.000 Mann. Also, nee. So, retreat. Und play. Major Union Victory. So, wir verlieren Moral. First Carolina besieged. So, das ist schon mal ganz gut, dass die jetzt hier nicht direkt nachstoßen. Okay, machen wir ein bisschen schneller. So, die sind, ach so, weil Nacht ist, deswegen sind die nicht marschiert und die sind jetzt jeweils auf der Flucht waren auch nachts marschiert. So, die haben echt einen guten Readiness-Faktor hier. Ja, hier ist jetzt ein Schlachtdenkmal errichtet worden. Okay. Johnston at Destination. Und ja, das geht irgendwie nicht weg. Ich weiß auch nicht. Ist das ein Bug oder so? Ich weiß es nicht. So, wir gucken mal. Also, fielded, ne? 100.000 Mann. Gucken jetzt nochmal hier rein. Die kommen in 11 Tagen. In 3 Tagen. Also, wir kriegen hier nochmal 3.649 Mann in 3 Tagen. Plus hier die Artillerie auch nochmal. Das Gute sind 62 Mann. Der hat 24 Pfünder Haubitzen. Das nervt halt total, dass wir hier keine Kavallerie haben. Wir gerade mal gucken. Nee, haben wir da auch nicht. Army of the Shenandoah. Was haben wir hier? 6 Pfünder. So. Commander. Ja. Dann geht das hier weg. Achso, nee, warte mal. Das machen wir so. Ah, die haben eine Kavallerieeinheit. So, replace. Cooper. Er ist halt super berühmt, ne? Aus Virginia. Wer führt denn? Ich würde hier Cooper nehmen. Wo ist er? War das mit C geschrieben? Ja, ne? Cooper. Ja. So, mega. Und hier bräuchten wir einen Officer, der Cunning hat. Suitable Rank. Cunning. Vielleicht noch Kavallerie. South Carolina. Der ist nicht schlecht, der ist allerdings nicht so berühmt. Nehmen wir den. So. Und hier haben wir einen guten Kavallerieoffizier, sehr schön. Was sagen die Finanzen? Na, seht ihr das? Das geht jetzt halt immer hier nach unten. Ohne Investitionen jetzt. Oh, gut, wir haben auch ein paar Aushebungen gemacht.
29. Was haben wir für ein... Kein Depot connected, ne? Aber wir haben ja hier ein Depot, was gut ausgestattet ist, und das werden wir dann uns dann gleich wiederholen. Gucken wir mal, was hier so Phase ist. So, da haben wir mit dem Depot, ist das hier connected. Wir warten mal, dass unsere Readiness hier hochgeht, und dann reißen wir das Depot ab und ziehen uns zurück, würde ich sagen, oder? Sollen wir die Position hier mal halten? Wir haben jetzt 5,6 Millionen. Na, ich will noch mal ein bisschen warten. Ich will noch mal ein bisschen Gefühl dafür kriegen, wie sich das hier verhält mit unseren Finanzen. Wie viel? Dreiviertel Stunde haben wir. Na gut. Okay, weiter geht's. Wir müssten halt echt mal gucken, was kostet denn unsere Eisenmine, die Officer Rehabilitation. Ja, ja, den wir natürlich jetzt gucken wir hier. Knoxville, hier ist die Mine. Was kostet da ein Upgrade? So, not enough subsidies have been generated to convince the company to upgrade. Spend further 19 Millionen. Das dauert natürlich noch ewig, ne? Ja, also wir können jetzt natürlich hier drauf drücken und das upgraden. Das kostet uns aber so absurd viel Geld. Das ist eben hier über die Subventionen geregelt. Deswegen habe ich hier den Regler auch voll auf Anschlag. Und ihr seht schon, wir können halt hier 12,5 Millionen investieren und hier nur 5 Millionen. Ich habe das Gefühl, das geht sogar ein bisschen hier hoch. Oder wir müssen bei Money... Ja doch, es geht sogar ein bisschen hoch. Seht ihr das? Deswegen ist das hier... das hier unglaublich wichtig, weil dann können wir nämlich mehr in die Industrie investieren. Ich dachte anfangs so, wow, das ist irgendwie gar nicht so dolle, ja, weil ich muss es ja trotzdem dann hier irgendwie mir leisten können, aber das ist viel besser, also hier Subventionen, also Subsidies zu unterfüttern, als dann ja einzelne Käufe zu machen, ne, und große Beträge halt, die eben dann hier diese 5,8 Millionen dann überschreiten, ne. Also das ist jetzt ein Ziel, ja, mit den Subventionen, dass da genug aufläuft, dass wir hier die Minen upgraden können. Und ich werde auch mal, das läuft jetzt zum Glück die ganze Zeit weiter. Ah, warte mal, wir haben 1. August, stopp. So, und jetzt gucken wir mal. Hier. Aha. Das sieht doch jetzt schon mal anders aus, ja. Es ist nicht, also es hätte besser laufen können. Vielleicht läuft der ein oder andere Vertrag noch aus. Also es ist so, diese 3-Monats-Verträge, nicht alle Soldaten, bei denen die Verträge auslaufen, gehen dann auch nach Hause. Ja, jeder, der bei der Bundeswehr war, seinen Wehrdienst da geleistet hat, kennt das vielleicht noch. Da kommen dann so Headhunter und sagen, willst du nicht noch bleiben, ja? Kriegst du hier Geld dafür und so. Also ein paar unterschreiben auch neue Verträge. Vielleicht haben sie auch einfach keinen Job, in den sie zurückkehren können. Es führt jetzt aber dazu, dass wir hier nur noch, ja, 39.000 Mann haben. Und das ist machbar, Leute. Wir könnten jetzt auch überlegen, ob wir Winchester angreifen. Winchester. Aber ich glaube hier, das ist irgendwie cooler.
oder? Da haben wir einen Hafen. Army of the Potomac. Ja. Dann rücken wir die schon mal hier in Position, weil dann kann die nämlich ein bisschen ihre Readiness und so hochfahren. Die entspannt sich ja auch noch mal ein bisschen. Und dann greifen wir an in der nächsten Folge. Gewusst wie, oder? Das heißt jetzt auch hier sind die geschwächt, ja. Gut, wir kommen hier irgendwie auch nicht klar, ne? Full readiness should be reached within approx. Und die bauen hier ein Depot. Können wir jetzt marschieren? Ich glaube nicht, ne? Ne, können wir nicht. Ja, dann dauert einfach, bis die ready ist, da die Armee. Können wir nichts machen. Und die sind auch auf einem ganz guten Weg. Da warten wir aber noch ein bisschen. Haben wir hier einen Market eigentlich? Ist hier ein Market? Ne. Eine Fähre. Hier könnte man mal überlegen, ob man einen Market baut. Aber das gucke ich mir alles offscreen mal an, was wir da mit unseren wirtschaftlichen Problemen halt hier weitermachen. Also hier mit den Inefficient Companies, Winchester Manufactories, Thomas Riggins, Augusta Factories, Cumberland Ironworks, Richmond Armory. Das gucke ich mir dann offscreen mal an, weil da muss man natürlich auch einmal ein bisschen länger überlegen. Hier haben wir Schiffe. Achso, nee, das sind Gegner. Hier sind uns ja 4 Schiffe nämlich. Okay. Wir machen weiter Play. So, dann gucken wir hier mal. Officer ist rehabilitiert. Das nervt mich ein bisschen, dass man hier nicht einfach wieder zurückkommt. So, Economy Report vor allen Dingen. Also, unser Rating ist richtig gut, finde ich. Ja, ist excellent. Our debt increased 90 Millionen. Also, das ist völlig im grünen Bereich. Allerdings haben wir auch ja, also keine großen Aushebungen, Truppenaushebungen jetzt gemacht. Ich will aber einfach nochmal einen Moment warten, wie sich das unsere Staatskasse entwickelt jetzt die nächsten Tage. The current economy cycle is expansion. The wealth of our is below average and increasing. Das ist gut. Last month 3 buildings constructed, 2 Mühlen, 1 prison camp. Total export volume in last month was 40 Millionen. Und also wir haben einen Handelsüberschuss von 7 Millionen Average. Corporate Production over the last 3 months was 336 Millionen. Gut, da haben wir natürlich noch keinen Comparison zu dem vorherigen Monat. Das ist natürlich jetzt auch nochmal wichtig. Also Lead, also Blei, Eisenerz und Food fehlt es. Ne? Also das, wie gesagt, das werde ich dann mir offscreen mal überlegen. US Navy arming civilian ships. Cheaper ships to service. Shipyard ready to convert ships. Ja, das können sie ja machen. But the size of the US Navy, the government has allowed. Wird auch richtig geil gemacht, die Zeitung, muss ich sagen. So, machen wir mal ein bisschen langsamer. So, die Kameraden sind jetzt, das dauert hier noch 8 Tage, so lange warten wir nicht mehr. Wir haben ja dann wir warten noch auf Readiness. Dann können wir vielleicht auch noch 8 Tage warten. Aber wir gehen halt ein Risiko ein, dass die Truppen nachziehen, ne?
So, gucken mal, was unser Geld macht. 5,9. Es geht leicht nach oben. Die haben nochmal Schulden aufgenommen. Jetzt sind wir bald bei einer Stunde. Und ich würde sagen, wir nehmen mal das Depot hier ein. Das schadet ja nicht. Die werden uns nicht angreifen. Dann kriegen wir nämlich auch den Mast hier. Und das hilft uns bei der... Hier, Telegrafen. Ach, wir sind sogar im Telegrafenmastenbereich. Sind wir da zu nah dran jetzt? Schauen wir mal. Na, sollte gehen, oder? Rauszoomen. Dass die Musiken sich da nicht so überschneiden. So, weil wir haben jetzt Eisenbahn, wir haben jetzt ein Depot hier. Es ist sogar ein upgradetes Depot. Ich hoffe mal, dass dadurch die Readiness auch... Readiness is recovering temporarily faster in friendly states. Dann warten wir nochmal auf grün. Da kommen ja noch 18 Tage gut. 6 Tage, ich weiß nicht, 6 Tage ist schon ganz schön lang, ne? Wir könnten überlegen, die Kavallerie hier... Ja, das müssen wir machen. Upsa. Und zwar Transfer die Army of the Potomac. Weil wir brauchen die Kavallerie hier vor Ort. Oh, das haben wir, das machen wir eben noch. Das machen wir eben noch. Wir brauchen natürlich hier eine Division für die Kavallerie. So, Replace. Gucken wir auch mal Virginia. Cunning. Colonel John. Whatever. Ich mach mal Cunning noch an. Cunning ist voll wichtig, weil die Einheiten dann nicht so sichtbar sind, ne? Den nehmen wir. Und leider müssen wir den auch replacen hier. Cavalry und Cunning und Suitable Rank machen wir. Oh. Der ist ja very good hier. Steel. Dann würde ich auch hier mal die Waffen upgraden. Ja, machen wir auch nochmal. Kavallerie, Cunning, Suitable Rank. So, Adams. Nice. Okay, wir können auch nochmal checken, bevor wir jetzt hier Schluss machen, ob wir irgendwelche Probleme haben mit Offizieren. Nee. Okay, ihr Lieben.
Ja, eine sehr coole Folge, wie ich finde. Wir haben jetzt hier einiges verbessern, wir müssen nur aufpassen, dass jetzt hier nicht schnell Nachschub kommt, ja. Also der Gegner hat jetzt nur noch 17.000 Mann mehr als wir im Feld. Das müssen wir jetzt nutzen. Switch. So, jetzt haben wir Artillerie hier, Kavallerie hier. Und wir können auch noch mal. Wir haben ja hier jetzt zwei Geschütze, ne? 12 Pfund Haubitzen. Oh, jetzt habe ich. Scheiße. Was denn jetzt? Oh nein. Jetzt habe ich da auf diesen ollen Button gedrückt. Was denn jetzt? Naja, das gucke ich mir mal. Ist das nervig jetzt? Nein. Ah gut, Leute, das mache ich irgendwie offscreen. Jetzt habe ich da auf diesen scheiß gelben Knopf gedrückt, weil die Einheit dahinter versteckt war. Jetzt haben wir hier eine Garnison gemacht. Naja, das wird schon irgendwie auf. Das mache ich irgendwie offscreen und dann versuche ich das auch noch hier in die Army of the Potomac zu stecken, die Batterie. Dass General Lee hier eine zweite Batterie bekommt. Weil das unsere Schwerpunktdivision ist hier. Auch in Jackson haben wir jetzt auch. Also, obwohl, wir können das bei Jackson reinpacken. Weil das dauert ja hier noch 18 Tage. So machen wir es. Nice, Leute. Richtig cool. Sehr geile Folge, wie ich finde. Schreib mir deine Ideen und Anmerkungen dazu in die Kommentare. Ich bin der Basti. Ich bin hier raus. Ciao, ciao.